So sollte sie aussehen, eine glückliche Kindheit. Doch immer mehr Kindern bleibt sie verwehrt. Wenn ich so viel tobe, dann kriege ich keine Luft. Asthma, Allergien und Neurodermitis quälen heute jedes dritte Kind. Bereits Kinder leiden an Diabetes. Ihr Blutzucker muss auch spät nachts kontrolliert werden. Autismus wird immer häufiger. Und harmlose Speisen können lebensgefährliche Schocks auslösen. Mein Sohn hat dann so geschrien, wie ich in meinem ganzen Leben noch kein Kind habe schreien hören. Was läuft hier schief? Versagt die Medizin oder wachsen die Kinder in einer Umwelt auf, die sie immer kränker macht? Und wie kann man den kranken Kindern helfen? David ist 12 Jahre alt, sein Bruder Simon 14. Es ist nicht immer einfach zwischen den Brüdern, denn David hat eine ungewöhnliche Krankheit. Alle haben eigentlich immer beruhigt, es wird schon. Man hat halt das übliche probiert und angenommen, dass er Blähungen hat oder sonst irgendwelche Probleme und deshalb so viel schreit. Dann hat er aber eben nicht wirklich angefangen zu reden. Das heißt, im zweiten Lebensjahr, dass das wirklich seltsam ist. Und dann, wie er so ungefähr 2 war, bin ich zur Kinderärztin gegangen und habe gesagt, ja. Dass ich der Meinung bin, dass irgendwas nicht stimmt, worauf sie eine Überweisung geschrieben hat zu einer klinischen Psychologin, die wir dann aufgesucht haben und die hat nach einer halben Stunde gesagt, ja, Autismus, angeboren, unheilbar, Dankeschön, ins Wochenende, so ungefähr, ja, was ein ziemlicher Schock war. David lernte nie richtig sprechen. Bisher ist nicht geklärt, was die typischen Ticks und die Störungen im Gehirn von Autisten auslöst. Eine genetische Anlage gilt als wahrscheinlich. Doch was bringt die Krankheit konkret zum Ausbruch? Könnten es Umwelteinflüsse sein? Die holländische Forscherin Maria Jasdanbaksch hält dies für möglich. Sie interessiert sich besonders für den Einfluss ursprünglicher Umgebung auf das Immunsystem von Kindern. Dafür reist sie in die entlegensten Regionen Indonesiens. Hier sind Autismus, Diabetes oder Asthma unbekannt. Hygiene gibt es keine, aber viel Bewegung. Es gibt einen Asthmatest. Dann muss man einige Minuten rennen, bis der Puls auf einen bestimmten Wert ansteigt. Dann prüft man unter Belastung die Lungenfunktion. Hier in der Gegend kann man diesen Test schlicht nicht machen, weil die Kinder nie den nötigen Puls erreichen. Sie sind dafür einfach zu fit. Was genau schützt diese indonesischen Kinder vor chronischen Krankheiten, die es in Europa immer häufiger gibt? Maria und ihr Kollege Dicky sammeln Stuhlproben von Kindern. Die Eltern haben die Proben in die Bäume gehängt. Sie den Wissenschaftlern persönlich zu übergeben, wäre ihnen zu peinlich. Die Forscher glauben, dass es im Darm der indonesischen Kinder ein Geheimnis geben muss. David hatte viele Probleme mit dem Darm. Koliken, Durchfall, Verstopfung. Chronisch kranke Kinder wie er haben einen enormen Therapiebedarf. Ich möchte die Seifenblasen Zucker ausgesucht. David soll lernen zu kommunizieren, ohne Sprache. Was magst du machen, David? Schuhe? Schuhe anziehen, ja. Und dann? Zum Unimarkt fahren. In westlichen Ländern wird bei etwa einem von 100 Kindern Autismus diagnostiziert. Tendenz steigend. Am markantesten ist der Anstieg jedoch bei Diabetes Typ 1, einer Autoimmunerkrankung, die immer weiter um sich greift. Zur Lage, da vorne der Anhänger brennt. Das nehmen wir jetzt mal an.
Der 13-jährige Dominik ist einer von rund 30.000 deutschen Kindern mit dieser Art von Diabetes. Dabei wendet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper und zerstört die Zellen, die eigentlich das wichtige Hormon Insulin erzeugen sollten. Um ein aktives Leben führen zu können, braucht Dominik ein enormes Maß an Disziplin. Also ich mache das hier zuerst auf. Dann packe ich das Ganze halt raus. Dann muss ich mit der Pumpe den Schlauch mit Insulin durchspülen. Dann läuft jetzt das hier zurück. Hier ist ein kleines Fläschchen von Insulin. Dann muss ich halt gucken, welcher Arm besser aussieht, wo die wenigsten blauen Flecken dran sind. Zum Beispiel der hier. Dann tue ich den Katheter in die Stechhilfe rein, mache das Pflaster und den Nadelschutz ab. Dann lade ich das halt. Tue das hier dran. Jetzt ist der drin. Der ganze Tag ist mit Mathematik ausgefüllt. Alles dreht sich um das Hormon Insulin. Du kannst mir das nicht mehr essen jetzt. Vor jeder Mahlzeit muss Dominik seinen Insulinbedarf messen. Sonst drohen ihm gefährliche Phasen von Unter- oder Überzucker. Ist es hier immer einmal vorkosten, ob es giftig ist? 112. Alles klar, ich mag keine Bolognese. Dann brauchst du heute nicht ausgleichen, ne? Ja. So. Ich mach mal 100 Gramm. Mhm. KE hast du jetzt, und das musst du mal 1,5 rechnen. Also das ist dein neuer Faktor. Genau, 1,5. Und, hast du schon deinen Katheterwechsel gemacht? Ja. Super. Manchmal hat er auch nicht immer Lust, den zu wechseln. Ne? Ich weiß, der hat jeden Tag nicht Lust. Tut ja auch immer ein bisschen weh, ne? Fertig, ich wohl dann jetzt. Alles klar. Neben Autoimmunerkrankungen wie Diabetes haben auch Allergien und Asthma stark zugenommen. Mit den Ursachen dieser modernen Plagen beschäftigt sich auch die Münchner Kinderärztin Erika von Mutzius, unter anderem mit Tierversuchen. Ihre Vermutung, Mäuse, die in einer besonders sauberen Umgebung aufwachsen, sind kränker. Ein Ergebnis, das vielleicht auch für Menschen gilt? Diese neuen Modelle, die man hat, eben mit diesen keimfreien Mäusen, die steril aufwachsen, da sieht man, die haben ein erhöhtes Risiko für Asthma, die haben auch ein erhöhtes Risiko für entzündliche Darmerkrankungen. Manche Leute spekulieren auch, dass das vielleicht was mit Autismus zu tun hat. Wenn der Kontakt mit Bakterien eingeschränkt wird, ergeben sich Fehlbesiedelungen im Darm der Tiere. Dies hat Auswirkungen auf das Immunsystem. Es bleibt unreif und neigt zu aggressiven Attacken. Das Risiko für Krankheiten steigt. Erika von Mutzius bemerkte in ihren Studien, dass Bauernkinder außergewöhnlich selten an Asthma und Allergien erkranken. Sie machte sich auf die Suche nach dem Schutzfaktor. Die Spur führte recht rasch in den Stall. Nun wurde einem Teil der Mäuse der in Wasser gelöste Stallstaub in die Nase getropft. Der Rest der Tiere wurde, so wie bisher, unter hygienisch sauberen Verhältnissen gehalten. Anschließend wurden alle Tiere einem Sprühnebel mit asthmaauslösenden Substanzen ausgesetzt. Darauf reagierten die bakterienarm gehaltenen Tiere mit einer typischen Entzündung der Lungenbläschen. Ganz anders jedoch die Mäuse, welche die Prise Mist erhalten hatten. Hier blieb die Lunge frei von Entzündungen. Sie waren vor Asthma geschützt. Im Stall finden sich also Bakterien, welche das Immunsystem schützen. Doch wo sind diese versteckt? Im Heu? Im Mist? Wir wissen von unseren Studien in Europa, dass es zwei Faktoren sind, die diesen Bauernhofeffekt ausmachen. Das eine ist der Stallkontakt, Tierstall. Und da muss es immer irgendwie eine Kuh dabei sein. Am besten ist, wenn es Kühe und Schweine und Geflügel und vielleicht noch Pferde oder sowas sind. Also möglichst viele Tiersorten, nicht so viele Tiere, aber viele Tierarten. In den ländlichen Regionen Indonesiens gehören Tiere ganz selbstverständlich zum Alltag. Maria und Dicky haben ihre Stuhlproben eingesammelt und bringen sie nun ins Labor. Die Präparate werden vorbereitet und im Mikroskop untersucht.
Fast in jeder Probe finden sich Wurmeier. Diese Parasiten können recht groß werden und in seltenen Fällen einen Darmverschluss auslösen. Generell bleiben stark verwurmte Kinder etwas im Wachstum zurück. Die Resultate der Wurmstudie zeigen jedoch auch, Darmparasiten haben durchaus ihre guten Seiten. Die Würmer machen das Immunsystem toleranter, ohne dabei die Abwehrkraft zu schwächen. Bei entwurmten Kindern zeigte sich hingegen eine erste Neigung zu Allergien. Wenn sie von Würmer befallen sind, haben sie weniger Allergien. Wie kann das sein? Wir wissen, dass Würmer Wirkstoffe abgeben, die das Immunsystem besänftigen. Die Würmer vermeiden damit, dass sie selbst angegriffen werden. Und gleichzeitig sorgen sie dafür, dass das Immunsystem nicht auf Blütenpollen und ähnliche Dinge reagiert. Bei den Kindern werden Abstriche gemacht, um die Bakterien in der Nase sowie auf der Haut zu bestimmen. Zusätzlich wird Blut aus der Nabelschnur von neugeborenen Kindern untersucht. Nachdem die roten Blutkörperchen abgesaugt sind, bleibt eine Schicht mit weißen Blutkörperchen. Das sind die Zellen des Immunsystems. Bei der Analyse der Immunwerte der indonesischen Neugeborenen ergab sich eine Überraschung. Wie kann das sein? Sie sind gerade erst geboren und haben so viele Immunzellen im Blut. Bei Kindern in Europa finden Sie davon nur ganz wenige. Deren Immunsystem ist nicht wirklich aktiviert. Das ist wirklich ein Riesenunterschied zwischen europäischen und indonesischen Kindern aus ländlichen Regionen. Was macht diesen dramatischen Unterschied aus? Der Kinderarzt Herbert Renz-Polster hat die Gesundheitsdaten großer Gruppen von Kindern wissenschaftlich verglichen. Dabei bemerkte er, dass schon die Art der Geburt hier entscheidende Weichen stellen kann. Wir haben also 13.000 Kinder angeschaut, von denen wussten wir, ob sie durch Kaiserschnitt geboren waren oder ob sie vaginal, also natürlich sozusagen geboren waren. Wir wussten von denen auch, ob sie später dann Autoimmunerkrankungen oder Allergien, also allergische Erkrankungen entwickelt haben, wie zum Beispiel Heuschnupfen oder allergisches Asthma. In Deutschland wird heute bereits fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt entbunden. Das ist doppelt so viel als noch vor 20 Jahren. Renz-Polster fand heraus, dass Kaiserschnittkinder später ein deutlich höheres Risiko einer Erkrankung an Diabetes Typ 1 haben. Auch Kinder mit Autismus werden überdurchschnittlich häufig per Kaiserschnitt entbunden. Was unterscheidet nun ein Kaiserschnittkind im Detail von einem Baby, das natürlich geboren wurde? Im Mutterleib ist das Kind zunächst steril. Bei der natürlichen Geburt kommt es mit den Bakterien der Mutter aus dem Vaginaltrakt in Berührung und schluckt sie. Damit wird der Darm des Babys besiedelt. Die Kaiserschnittkinder kommen völlig anders auf die Welt. Die werden aus einem sterilen Milieu geboren und lesen sich dann die Bakterien, die nachher in ihren Mund kommen, irgendwo anders auf. Die Keime, die das Kind ursprünglich aufnimmt, die haben einen absoluten Startvorteil. Weil es ist so, dass die sozusagen sich ökologische Nischen aufbauen und die dann auch verteidigen gegen alles, was danach kommt. Könnte es also sein, dass chronische Krankheiten vom Darm ausgehen, wenn sich, aus welchen Gründen auch immer, keine verträgliche Besiedlung mit nützlichen Bakterien ergibt? Auch David litt lange Zeit unter schweren Koliken. Sein Darm war gestört. Das Essverhalten ist bis heute ein Problem. Okay. Er ist zufrieden, wenn er planschen kann und wenn er naschen kann. Und ja, ich bin zufrieden, wenn der David halbwegs leise ist, wenn ich schlafen will oder so. Monatelang kann ich mich nur erinnern, wie ich ihn herumgetragen habe. Er hat geschrien und geschrien und geschrien und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was er braucht. So.
Das Familienleben war schwer belastet. Als David 4 Jahre alt war, nahm sich sein Vater, der an Depressionen litt, das Leben. Marianne suchte Rat bei einer Psychologin. Früher war man ja der Meinung, dass die Mütter von den autistischen Kindern so furchtbar böse sind. Da gibt es einen Ausdruck der Kühlschrankmutter. Dass die Kinder sich in irgendeine andere Welt zurückziehen müssen. Und sie hat zwar nicht gesagt, dass es so ist, aber sie hat gesagt, dass man früher angenommen hat, dass das eben die Ursache ist und dass man heutzutage eher annimmt, dass es genetische Ursachen hat. Aber in meinem Kopf ist natürlich hängen geblieben, dass ich schuld bin. Einer Kühlschrankmutter die Schuld an so einer komplexen Krankheit wie dem Autismus zu geben, traut sich heute kein seriöser Wissenschaftler mehr. Doch auch die Suche nach möglichen Verursachergenen hat wenig brauchbare Resultate geliefert. Die neue Forschung setzt nun im Darm an, dem Zentralorgan des Immunsystems. Hier findet sich eine große Vielfalt an guten, nützlichen Bakterien, das sogenannte Mikrobiom. Gemeinsam mit den Zellen des Immunsystems steuert dieses Mikrobiom unsere Gesundheit. Störende Einflüsse wirken sich speziell bei Kindern massiv aus. Zum Beispiel durch Antibiotika. Denn die haben Nebenwirkungen. Sie vernichten ganze Kolonien von nützlichen Bakterien. Kinder bekommen in Deutschland im Schnitt jedes zweite Jahr Antibiotika verschrieben. Das ist doppelt so viel wie in den Niederlanden. Viele Ärzte verschreiben sie noch immer zur Sicherheit. Zu früh und zu schnell. Das ist auch ein Abbild von dem, wie kompetent letzten Endes die Kinderärzte sind und wie gut aufgeklärt die Eltern sind. Wenn Eltern in die Praxis laufen mit der klaren Erwartung, dass nur Antibiotika kann ihr Kind retten sozusagen, dann ist auch der Druck auf den Arzt natürlich ein ganz anderer. Wir müssen das wirklich neu lernen, dass wir auch auf manche Mittel einfach auch verzichten. Auch das Rückgrat zu haben als Kinderarzt und dann zu sagen, wissen Sie was, Ihr Kind ist bei dem Befund für mich jetzt gar nicht so schwer erkrankt und jetzt probieren wir das mal ohne Antibiotika. Der Trend läuft jedoch weltweit in die Gegenrichtung. Mehr Medizin statt weniger. Auch in den boomenden Regionen Ostasiens, wie hier in Jakarta, setzt sich zunehmend ein hygienischer westlicher Lebensstil durch. Mit allem, was dazugehört. Vorsorgemedizin, Stress, industriell gefertigte Nahrungsmittel und Bewegungsmangel. Der Zustrom vom Land in die Metropolen ist enorm, mit allen Begleitsymptomen. Während es auf dem Land kaum Kinder mit Übergewicht gibt, sind sie in der Stadt schon recht häufig. Man sieht, dass die Kinder hier dicker und dicker werden. Sie verbringen immer mehr Zeit vor dem Bildschirm, statt draußen zu spielen. Ein Problem, das es in Europa seit vielen Jahren gibt. Kinder haben zu wenig Bewegung. Das Essen kommt aus dem Supermarkt oder der Schulmensa. Gesund ist oft was anderes. Die Köchin Sarah Wiener beobachtet den Trend mit Sorge. Ich frage mich natürlich, was es mit den Menschen macht, die normiertes Essen essen, wo wir das Leben eigentlich vom Leben entfernen, den Lebenskeim, das Lebendige, die Bakterien. Denn Bakterien haben ein Leben und geben den Geschmack und der Geruch. Das macht die Qualität des Käses aus. Das macht auch die Qualität von bestimmten Würsten aus. Die ursprüngliche Art der Lebensmittelproduktion ist heute nur noch in wenigen Nischen zu finden. Von Hand gefertigte hochwertige Produkte, die mit Hilfe spezieller Bakterienkulturen über Monate ausreifen, gelten in unserer Supermarktgesellschaft als suspekt und schwer vermittelbar. Natürlich hat die Industrie diesen Gedanken befeuert, dass Sicherheit gleich Sterilität bedeutet. Wir machen also unsere Lebensmittel und unseren Körper zu unserem eigenen Feind, denn wir sind voller Bakterien. Und ich denke, das wird ein Drama.
das wird nach hinten losgehen. Und man weiß heute schon, dass Bauernhofkinder um einiges gesünder sind als Stadtkinder, die nie mit dem sogenannten Dreck in Berührung gekommen sind. Tatsächlich fand die Wissenschaftlerin Erika von Mutius bei ihrer detektivischen Spurensuche am Bauernhof neben dem Stallstaub noch einen zweiten, ebenso wichtigen Schutzfaktor. Frische, unbehandelte Rohmilch. Die Rohmilch wird ja nicht erhitzt. Und durch das Erhitzen verändert man ja ganz viel. Also Eiweiße verändern ihre Form, ihre Struktur oder gehen ganz kaputt. Und ich denke, wir brauchen eine neue Art und Weise, wie man diese Milch zubereitet, dass man nicht so viel Hitze anwendet, dass man sie möglichst natürlich belässt. Der aktuelle Trend geht jedoch in die Gegenrichtung. Weil Rohmilchprodukte leichter verderben, gerieten sie ins Visier der Hygienebehörden. Der Anteil von Haarmilch im Supermarkt wird immer höher. Der Verkauf von Rohmilch ist heute streng reglementiert. So kommt unbehandelte Milch mit ihrer großen Bakterienvielfalt kaum noch in den Handel. Gute Bakterien wären also ein geeignetes Heilmittel. An der Universitätsklinik Graz hat man dieses Prinzip auf recht drastische Weise umgesetzt. Hallo. Grüß Gott, Herr Zwinger. Wie geht's denn? Gut, danke schön. Danke. Die Patienten bringen ihre Arzneimittel gleich selbst von zu Hause mit. Andreas Kringer leidet seit seiner Jugend an chronischer Darmentzündung. Das Heilmittel stammt von seiner Frau. Der Stuhl wird aufbereitet und zu Infusionen portioniert. Geht's Ihnen gut? Dankeschön. Ja. Passt. Sie wissen, was wir machen? Ja. Okay, Sie sind bereit für den Eingriff. Gehen wir's an. Okay, gehen wir's an. Wie ich das als Jugendlicher bemerkt habe, dass dieser Drang vorhanden war, so oft aufs Klo zu gehen, dass Blut dabei war. Man hat den ganzen Tag eigentlich immer das Gefühl, man hat Bauchweh. Und wenn man aufs Klo gehen muss, dann hat es mit Krämpfen zu tun. Dann sitzt man am Klo und die Tränen rinnen einen runter. Viele Bereiche seines Darms waren schwer entzündet. Die Folge chronische, starke Schmerzen. Der wirklich schwere Schub ist dann 2011 gekommen. Da haben auch die Standardmedikamente, die ich genommen habe, das waren Cortisonpräparate in, sage ich mal, sehr großen Dosen und über sehr langen Zeitraum, auch nichts mehr geholfen. Er war so verzweifelt, dass er sich den Darm herausnehmen lassen wollte. Da hörte er von einer Alternative. Ich probiere alles aus, ja. Hauptsache, ich kann einen normalen, halbwegs normalen Alltag mit mir selber und mit den anderen, mit der Familie führen, ja. Beim Eingriff wird der Stuhl seiner Frau über das Endoskop in den Darm eingeleitet. Die Bakterienflut besiedelt das Gewebe und wenn der Patient Glück hat, bildet sich ein neues, gesundes Mikrobiom im Darm aus. Andreas Kringer hatte Glück. Ich bin derzeit schmerzfrei, ich habe gar keine Probleme. Ich kann stundenlang sporteln, ich kann stundenlang unterwegs sein, ich kann alles essen. Das funktioniert sehr gut, ja. David und seine Mutter verbringen die Sommertage am nahen Badeteich. Hier tolerieren die Leute seine Eigenheiten. Richtig sprechen hat David nie gelernt. Seine Therapie wurde aus Kostengründen eingestellt. Und Marianne Nagel hat wegen der schwierigen Betreuungssituation ihren Job aufgegeben. Es gibt auch keinen Partner, der hilft. Zwischen 80% und 90% aller Paare mit autistischen Kindern sind getrennt, weil die Beziehung das halt nicht aushält. Die Eltern chronisch kranker Kinder sind oftmals auf sich selbst gestellt. Geeignete Betreuungseinrichtungen gibt es viel zu wenige. Das neue Wissen um die Bedeutung des Darms ist immerhin ein Silberstreif. Weltweit arbeiten Wissenschaftler daran, die wirksame Essenz der Bakterien und der Würmer zu finden und daraus Arzneimittel zu machen, die ohne Ekelfaktor auskommen. Saubere Hightech-Medikamente, die man industriell herstellen und teuer verkaufen kann. Was ist schiefgelaufen auf dem Weg von den alten Seuchenzeiten ins moderne, superhygienische Jahrtausend?
Womit haben wir unsere bakteriellen Mitbewohner irritiert? Sind es die vielen kleinen Details des Bedürfnisses nach Sauberkeit? Weiß man genug darüber, welche Nebenwirkungen die Zusatzstoffe in der Nahrung haben? Komm, Götz, zurück rein! Zucker holen! Hol den mal zurück! Ach, genau! Und welche Rolle spielt Bewegung für das Immunsystem? Wir haben die Welt nicht ohne Grund verändert. Wir haben weniger Kinder, wir leben nicht mehr neben Tieren, wir haben keine Ställe unter uns wie in vielen Kulturen. Ja, wir haben keine Würmer mehr im Darm, ja, die auch aufs Immunsystem einwirken. Wir haben nicht ohne Grund sozusagen uns hygienischere Bedingungen verschafft. Das ist der Preis gewissermaßen für einen Lebensstil, den wir uns nicht ohne Grund sozusagen gewählt haben. Der Spagat zwischen dem sogenannten natürlichen Leben mit den allgegenwärtigen Mikroben und dem modernen Lebensstil ist schwierig. Lebt der moderne Mensch zu sauber? So artet das an sich großartige Prinzip der Hygiene oft in Sterilität aus. Und bei der Kindermedizin zeigt sich, dass unser Immunsystem Schaden nehmen kann, wenn vorsorglich jedes kleine Risiko behandelt wird. Bäume brauchen den Wind, damit sie in den Himmel wachsen können. Wenn sie während ihres Wachstums nicht gefordert werden, wirft sie der erste Sturm um. So ist es auch mit dem Immunsystem. Wenn es nicht manchmal herausgefordert wird, funktioniert es nicht richtig. Wir müssen dieses Gleichgewicht wieder hinkriegen und bitte endlich damit aufhören, alles so super sicher und sauber zu machen. Keine Verklärung der alten Zeiten also, aber ein Erkennen und Ernstnehmen unseres biologischen Erbes. Das könnte ein Rezept sein gegen die Epidemie der chronischen Krankheiten bei Kindern.